Ihren Spitznamen Mama Ratza hat sie von Fürstin Caroline von Monaco. Marianne, Fürstin zu Sayn-Wittgenstein, hatte schon im Alter von 10 Jahren ihre Liebe zur Fotografie entdeckt. In den kommenden Jahrzehnten fing sie mit Kamera und Objektiv die ganz großen Berühmtheiten der Zeitgeschichte ein. Audrey Hepburn, Salvador Dali, Andy Warhol, Gunther Sachs, Sean Connery, Elton John, Valentino, Prince Charles und Luciano Pavarotti beispielsweise standen vor ihrer Linse, um nur einige zu nennen. Anlässlich ihres 100. Geburtstags sind jetzt in der Galerie Kronsbein über 50 ausgewählte Fotografien von Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein zu sehen. Aber nicht nur das. Die Galerie öffnet ihr Archiv und zeigt bis Heiligabend zudem Werke, ja unter anderem von Andy Warhol. Wir waren bei der Vernissage. Das Besondere an dieser Ausstellung ist die Bilder von der Fürstin zu Sayn-Wittgenstein, die ja am 9. Dezember 100 Jahre alt wurde. Und diese Ausstellung ist auch ihr gewidmet zu ihrem 100. Geburtstag. Sind Sie ja 100 Jahre alt geworden. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie haben Sie das geschafft? Was ist denn Ihr Geheimtipp? Nur keinen Schönheitschirurgen, keinen nichts normal leben. Wenn du jetzt 100 Jahre alt wirst, auf was würdest du gerne zurückblicken? Boah, jetzt wird's kitschig. Auf ein gesundes, glückliches, erfülltes Leben mit schönen Menschen an der Seite. Auf die Jugend, also auf die Zeit jetzt, in der man irgendwie frei ist in dem, was man tut und so viele Möglichkeiten hat. Und ja, ich glaube, das wäre so. Also ich bin ja auch Schauspieler und Filmemacher, wie auch immer, oder hab da viele Ideen und ich würde gerne da irgendwie noch eigene Filme eben produzieren und irgendwie so, das ist so ein bisschen so mein Lebenstraumwerk und ich hoffe, dass ich das machen kann und hoffentlich darauf zurückblicken werde mit einem Lächeln. Und bei diesen Fotos, was ich noch sagen wollte, ist, diese Fotos-Ausstellung, das hatte ich auch gerade von Zedaya gesagt, das ist ja, damals hatte ja keiner ein Handy dabei. Solche Schnappschüsse gab es ja eben deswegen so selten oder haben, glaube ich, hier noch in der Epoche viel Wert, weil einfach kaum Leute mit Kameras da waren. In Anführungszeichen, während wir, ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir 100 sind, ob es dann solche Galerien geben kann, weil wir ja tausende von Fotos haben. Ob es überhaupt was wert ist, so ein Bild? Mit in Selfies. Ich glaube, das Wichtigste wäre für mich, dass ich so das Gefühl hätte, okay, ich hatte so ein ganz volles Leben. Das wird nicht nur gut gewesen sein, kann ich jetzt schon zurückblicken, war nicht immer nur gut. Aber solange es lebendig war und irgendwie so, ja, man das Gefühl hatte, man hat echt was erlebt und geschaffen und man ist vorangegangen und ist nicht stehen geblieben, ich glaube, dann passt das. Dann würde ich sagen, dann bin ich zufrieden. Ja. Für mich immer etwas, was jemand Normales in Anführungszeichen nicht produzieren oder erschaffen könnte aus dem Nichts. Deswegen habe ich immer auch einen großen Respekt vor Künstlern und Fotografen, die eben schaffen, was ganz Besonderes immer einzufangen, weil sonst könnte es ja jeder machen. Genau. Also ich finde, Kunst gibt es ja wirklich in, also man kann ja Theater spielen. Man kann malen, man kann musizieren, das ist ja irgendwie alles Kunst und ich finde, es dient meistens eigentlich zur Unterhaltung der Menschen. Also, und ja, gibt ja auch Menschen, die Kunstformen darstellen. Es ist auch Kunst, aber im Endeffekt geht es eigentlich immer darum, zu unterhalten. Und ich glaube, eigentlich geht es ja darum, dass du, wenn man jetzt zurückblickt, quasi
in den kalten Tagen, wie jetzt zum Beispiel heute, wenn dann irgendwie alle am Kamin sitzen und dann aus der Ernte gekommen sind oder was auch immer, oder aus dem Wald das Holz gefällt haben, dann sich zusammensetzen und dann irgendwie unterhalten werden. Ich glaube, da ist so der Ursprung da drinnen. Gut, das ist vielleicht eher darstellende Kunst oder musizieren, aber ja. Ich sag oft, ist das Kunst oder kann das weg? Ich weiß nicht, ob das an dieser Stelle passt, aber ich glaube, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Das ist doch voll der schöne Satz. Ja, das stimmt. Und ganz oft wird einem ja auch ein bisschen vorgegeben, was Kunst ist. Also hatte ich früher so den Eindruck, wenn man in Museen reingegangen ist, und du wusstest von dem Bild, okay, das ist besonders, weil das gibt es als Postkarte im Museumsshop. Aber ich habe auch mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass das oft auch stimmt. Dass einfach die Sachen, die irgendwie wirklich bekannt sind, auch einfach bekannt sind, weil sie der Wahnsinn sind. Solange Kunst irgendwas in dir auslöst, berührt oder zum Nachdenken bringt, egal ob das dann schön oder hässlich ist oder Anführungszeichen natürlich, dann hat es schon ihren Auftrag erfüllt, glaube ich. Also es soll einfach anregen zum Denken oder im Idealfall zum Denken und zum Nachspüren und Fühlen. Das ist für mich so Kunst, wenn es was loslöst, ja. Ja, ich finde, das spielt das natürlich hier, weil da meine Familie, mein Mann steht hier, mein Bruder schon. Fotografierst du selber gerne? Nein. Ich kann das nicht. Also irgendwie dieses so sich selber so irgendwie Kamera dahin halten. Ich verstehe nicht, wieso, weshalb, warum. Kann ich nicht. Ich sehe da immer komisch aus. Ich brauche so Insta-Husbands. Ganz viele. Gerne, ja. Gut, weiß ich nicht. Aber ja klar, so heutzutage sowieso, man hat so, also gut, Fotografen werden mich jetzt schlagen mit dem Handy, ne? Aber ich finde es halt schon toll, dass man das immer so mit dabei hat. Und die sind ja mittlerweile auch so toll, von der Qualität her, dass man so im Urlaub oder wenn mal so echt so ein Moment ist, so ein Sonnenaufgang oder so, den erwischt, das mache ich dann schon total gern. Oder auch so, am liebsten habe ich so Schnappschüsse, wo die Leute nicht so wissen, dass sie, also gut, natürlich mit deren Erlaubnis, auch klar, aber halt, wo die nicht so gestellt sind, sondern einfach so, weil da sind so herzhafte Bilder dabei, auch von Freundinnen, wo dann das wahre Ich einfach so rauskommt. Das mache ich total gerne. Ja, wobei, bei Sonnenuntergängen versuche ich dann, wenn ich das Handy zücke, nein, zuerst gucken, dann fotografieren. Ich habe tatsächlich nach dem Abitur Fotodesign studiert und bin auch selber Fotografin, aber nicht hauptberuflich quasi. Es ist ein großes Hobby, große Leidenschaft. Und deswegen ist sowas, sehr gute Fotos. Ist sowas immer spannend. Immer spannend, wie das auch vor 30 Jahren war. Weil wir haben es ja leider nur digital gelernt, also mit analog quasi ist nichts mehr. Und es ist ja auch ganz große Kunst gewesen, was auch nicht jeder machen konnte. Dann hast du auch sicherlich die perfekten Tipps, um Selfies zu machen, oder? Ja, die perfekten Tipps sind gutes Licht und der richtige Winkel und der Hintergrund. Aber beim Selfie ist ja meistens das Gesicht zu sehen. Aber das sind so die drei großen Standbeine eines guten Selfies. Mein Tipp für das perfekte Selfie ist einfach anders machen, als ich es mache. Wie machst du es denn? Ich weiß nicht, irgendwie so ganz komisch verrenkt und ich schaue mal, was gut aussieht und es sieht nie gut aus. Und dann hat man so 300 Bilder, auf denen man so die Augen zuhört oder Also einfach anders als ich. Und wenn du jetzt 100 Jahre alt wirst, auf was würdest du gerne zurückblicken? Boah, jetzt wird's kitschig. Auf ein gesundes, glückliches, erfülltes Leben mit schönen Menschen an der Seite. Boah, finde ich mich ja selber ganz entzückt. Also, ich öffne meine Kamera. Und dann... Also, willst du es so machen, dass die Kamera das sieht, oder wie?
Also gut ist, glaube ich, immer ein bisschen so von oben. Ja. Und hier mit gutem Licht. Ja. Und dann lächeln. Oh mein Gott, ich bin so schlecht mit Selfies. Aber ich weiß nicht, also für das perfekte Selfie am besten dem neben dir die Kamera in die Hand drücken, damit der dann ganz nah am Bild ist, nee, keine Ahnung, und da abgelenkt ist, weil ich selber, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass ich mein Telefon fallen lasse oder so. Ich bin da echt ganz, ganz schlecht darin, aber naja, man wird langsam dann irgendwann, ne, hat man dann genug gemacht, denkt man sich, ach, so schlimm ist das gar nicht, funktioniert. Aber ja, am besten dem gegen daneben in die Hand drücken.